Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge in der Serie zur nationalsozialistischen SA. Nachdem wir uns in der ersten Folge damit beschäftigt haben, wie die SA entstanden war in den frühen 1920er Jahren, also in den frühen Jahren der Weimarer Republik, werden wir uns nun heute in der zweiten Folge mit dem weiteren Bestehen der SA beschäftigen. Wir werden uns anschauen, wie die SA sich zwischen 1925 und den 1930er Jahren entwickeln sollte. Los geht's! Gehen wir zunächst nochmal einen Schritt zurück. Im Jahre 1923 hatte Adolf Hitler mit dem sogenannten Hitlerputsch versucht, das staatliche Fundament der Weimarer Republik ins Wanken zu bringen. Das Jahr 1923 schien dafür sehr gut geeignet zu sein, denn das Jahr 1923 war insgesamt für die Weimarer Republik ein Krisenjahr gewesen. Im Rahmen der Ruhrkrise waren französische und belgische Truppen im Ruhrgebiet einmarschiert und man hatte die Hyperinflation, also das Wegschmelzen des Geldes sozusagen, eine massive Geldentwertung, die dazu beitragen sollte, dass die soziale und wirtschaftliche Lage in Deutschland sich immer weiter verschlechtern sollte. Und die Nationalsozialisten dachten sich im Jahr 1923, am Ende dieses Jahres, warum sollten wir diese Lage nicht ausnutzen und jetzt versuchen, die Diktatur, die wir ja ohnehin anstreben, zu errichten. Also die Nationalsozialisten hatten hier ganz bewusst versucht, einen Umschwung in Deutschland gewaltsam herbeizuführen. Doch wie wir wissen, sollte dieser Hitlerputsch eben komplett nach hinten losgehen. Dieser berühmte Marsch auf Berlin, der angekündigt worden war, sollte noch nicht mal aus München herauskommen, sondern sollte von Münchner Polizeieinheiten zusammengeschossen werden. In Folge kamen Adolf Hitler und andere Putschisten ins Gefängnis und damit sollte die NSDAP und auch die SA schlussendlich zunächst einmal kaltgestellt werden. Doch Adolf Hitler sollte tatsächlich wesentlich früher aus dem Gefängnis wieder freikommen, als man gedacht hatte, und auch die Verbote von SA und NSDAP wurden relativ schnell wieder aufgehoben. Und damit konnte Adolf Hitler seit 1925 eine Neuaufstellung seines Parteiapparats der NSDAP, aber auch eine Neuaufstellung der SA in die Wege leiten und auch von neuen Organisationen innerhalb der NSDAP, die sich nun herausbilden sollten. Bekannt bis heute ist natürlich vor allem die SS. Die Neuaufstellung der SA ab dem Jahr 1925 war in vielerlei Hinsicht eine Notwendigkeit gewesen. Zum einen war die Gruppierung SA ja verboten worden, wie gerade gesagt, aber zum anderen war es auch so gewesen, dass die SA in den frühen 1920er Jahren ohnehin für Adolf Hitler ein gewisses Problem dargestellt hatte, denn Hitler hatte nie eine komplette Kontrolle über diese Gruppen der SA gehabt, über die einzelnen Leute, die dort eben aktiv gewesen waren. Und daher wurde nun von Seiten der NSDAP seit 1925 wesentlich mehr Wert darauf gelegt, dass die SA eben nicht mehr die unkoordinierte Prügeltruppe der frühen 1920er Jahre sein sollte, sondern sie sollte sich weiterentwickeln zu einer echten paramilitärischen Organisation mit militärischen Hierarchien, die insgesamt eben funktionierte und für Adolf Hitler letztlich kontrollierbar war. Die Entwicklung seit Mitte der 20er Jahre führte dann schlussendlich bis in die frühen 1930er Jahre dazu, dass die SA sich zu einer Gruppe entwickeln sollte, zu einem Verband entwickeln sollte, der überall in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden sollte. Das bedeutet, die neue SA sollte schlussendlich keine bayerische oder Münchner Besonderheit bleiben, sondern die SA sollte sich nun ausweiten über die Münchner Stadtgrenzen hinaus, über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, reichsweit. Und damit schlussendlich auch die NSDAP immer wieder ins Gespräch bringen, dadurch, dass man eben in der Öffentlichkeit präsent war. Nachdem Adolf Hitler 1925 noch primär mit der Umstrukturierung und Neuaufstellung der NSDAP, also des eigentlichen Parteiapparats, beschäftigt war, sollte er sich nun seit 1926 verstärkt der SA zuwenden. Dabei war wichtig, dass die SA nun eben nicht mehr eine unkoordinierte Gruppe sein sollte, sondern sie musste nun eine feste Organisationsstruktur bekommen. Und für diese Organisationsstruktur war es notwendig geworden, dass man jetzt auch klar machte, wer innerhalb dieser SA das Sagen hatte. Und dafür wurde nun eine oberste SA-Führung ins Leben gerufen, die wiederum von einem obersten SA-Führer, einem SA-Reichsführer
angeführt werden sollte. Und für dieses Amt hatte sich Adolf Hitler Franz Pfeffer von Salomon ausgesucht. Franz Pfeffer von Salomon, der sich persönlich immer nur als Franz Pfeffer bezeichnete, weil ihm das von Salomon zu jüdisch klang, war ein ehemaliger Weltkriegssoldat und Offizier gewesen, der im Ersten Weltkrieg bereits gekämpft hatte, der ursprünglich aus einer niederrheinischen Adelsfamilie kam und sich mittlerweile in der NSDAP engagierte. Damit wurde nun Pfeffer im Jahr 1926 der Reichsführer SA und damit der oberste SA-Chef, auch wenn er natürlich formal immer noch Adolf Hitler unterstellt gewesen war. Und Pfeffer sollte nun seine militärischen Erfahrungen, die er als Offizier gesammelt hatte, dafür einsetzen, die SA hierarchisch durchzuorganisieren und zu einer echten paramilitärischen Truppe zu organisieren. Und durch diese Umstrukturierung sollten die chaotischen Tage der SA aus den frühen 1920er Jahren endgültig der Vergangenheit angehören, so zumindest hatte man gehofft. Schlussendlich sollte das nicht ganz so gut funktionieren, wie wir noch sehen werden. Bei der Neuaufstellung der SA orientierte sich Pfeffer natürlich an militärischen Strukturen, sowohl bei der Reichswehr als auch bei den Erfahrungen, die er noch im Kaiserreich gemacht hatte, und daher sollte die SA nun feste Strukturen, feste Einheiten letztlich bekommen, in denen sich die Leute organisierten. Dabei bildete die Gruppe die kleinste organisatorische Einheit, die die SA zu bieten hatte. In jeder Gruppe waren ungefähr 6 bis 12 Leute. 6 Gruppen bildeten einen Trupp, 3 bis 5 Trupps wiederum einen Sturm und 3 bis 5 Stürme wiederum ein Regiment bzw. eine Standarte, wie es jetzt heißen sollte. Auch an der äußerlichen Wahrnehmung der SA sollte Pfeffer jetzt deutlich arbeiten und das sollte sich natürlich auch in der Art der Kleidung zeigen. Wir erinnern uns, in den Frühjahren war es so gewesen, dass die SA, was Kleidung betraf, noch relativ ungleich war. Die Leute hatten zumeist einfache Straßenkleidung an. Man hatte zwar eine Hakenkreuzbinde, aber bestimmte Dinge wie Uniformen und auch die braune Farbe hatten sich letztlich zunächst noch nicht durchsetzen können. Doch seit 1925 wurden die braune Farbe und die Uniformen nunmehr zur Regel. Selbst militärische Kragenspiegel, die man von der Reichswehr kannte, sollten nun in der SA eingeführt werden und damit sollte die SA von der Wahrnehmung, der äußerlichen Wahrnehmung immer mehr angeglichen werden und herangerückt werden an die offiziellen militärischen Einheiten der Reichswehr. Allerdings blieb bei der SA nach wie vor die Finanzierung ein größeres Problem. Geld war Mangelware gewesen bei der SA und daher hatte sich die SA in den 1920er Jahren sehr kreativ dabei gezeigt, Geld in die eigene Kasse zu spülen. Man hatte also unter anderem quasi Verkaufsläden aufgemacht, wo man die Uniformen an die Mitglieder verkaufen konnte. Sogar eine eigene Zigarettenmarke hatte man auf den Markt gebracht. Man könnte also sagen, SA-Merchandising in gewissermaßen und das sollte eben neue Gelder in die eigene Kasse spülen. Dass Pfeffer die SA bis 1931 massiv umorganisieren sollte, hing vor allem mit seinem eigenen Selbstanspruch zusammen. Als ehemaliger Offizier und stolzer Offizier hatte er ein großes Problem, dass die Truppe, die er befehligte, schlussendlich nur als eine einfache Schlägertruppe wahrgenommen wurde. Sondern seine Truppe sollte als eine ernste paramilitärische Einheit wahrgenommen werden, die sich neben der Reichswehr nicht verstecken müsste. Das bedeutete allerdings nicht, dass die SA jetzt plötzlich der Gewalt der frühen 1920er Jahre abgeschworen hätte, sondern natürlich sollten weiterhin SA-Leute in Straßenschlachten mit verfeindeten Gruppen anderer Parteien aufeinandertreffen. Es sollten auch nicht nur noch Prügeleien sein wie in den frühen 1920er Jahren, sondern vermehrt, wie wir noch sehen werden, sollte das auch bewaffnet zugange gehen. Und damit wurden natürlich diese Auseinandersetzungen immer problematischer für die Stabilität des Staates insgesamt, weil nun auch die Polizei vermehrt gewaltsam einschreiten musste. Zwischen 1925 und 1932 entwickelte sich die SA zu einer Massenbewegung. Doch vorgezeichnet war diese Entwicklung nicht, denn tatsächlich hatte die SA in den 20er Jahren mit verschiedenen Krisen zu kämpfen. Gleichzeitig war sie auch immer wieder durch bestimmte Skandale in die Öffentlichkeit gerückt worden und hatte quasi einen negativen Ruf. Selbst 1930, also zu einem Zeitpunkt, als die NSDAP die ersten großen Wahlerfolge einfuhr, wurde die SA in der Öffentlichkeit immer noch primär als eine Schlägertruppe wahrgenommen. Das bedeutet, das war keine Gruppe, mit der sich das kultivierte und gesittete Bürgertum in irgendeiner Form identifizieren konnte. Dennoch erfreute sich die SA in den frühen 1930er Jahren eines regelrechten Ansturms von neuen Mitgliedern, was natürlich auch mit dadurch zu erklären ist, dass in dieser Zeit die Weltwirtschaftskrise tobte. Die Weltwirtschaftskrise hatte auch die deutsche Gesellschaft massiv getroffen, hatte zu massiven sozialen und wirtschaftlichen
Unruhen geführt und natürlich zu Existenznot. Und hier versprach die SA mit ihrem kameradschaftlichen Zusammenhalt ein Auffangbecken für zahlreiche Menschen. Zum anderen hatte das natürlich auch mit den immer besser werdenden Wahlergebnissen der NSDAP zu tun. 1932 stiegen die Wahlergebnisse auf über 35%. Damit hatte sich die Partei quasi in ihrer eigenen Wahrnehmung zu einer Volkspartei entwickelt, die offenbar die Menschen der Gesellschaft für sich begeistern konnte. Bis Anfang der 1930er Jahre sollte die SA ihren Einfluss sowohl in den ländlichen Regionen, aber vor allem auch in den Städten ausweiten. Die Städte, gerade die großen Städte, die großen Metropolen Deutschlands, Städte wie Berlin oder Hamburg, wurden zu regelrechten Hotspots für die NSDAP, wo man sich Straßenschlachten und Revierkämpfe lieferte mit anderen Organisationen wie Kommunisten oder Sozialdemokraten. Das bedeutet, man kann sich das so vorstellen, dass Teile der SA in den großen Metropolen im Grunde eher ein Bandendasein führten, eine Art Bandenkrieg führten. Man hatte also sein eigenes kleines Territorium, was manchmal nur aus ein paar Kneipen und bestimmten Straßenblocks bestand. Und dann fand man sich zusammen mit mehreren Leuten und versuchte dann mal so aus dem eigenen Gebiet ein Stück weit herauszukommen in das benachbarte Gebiet, und wenn man dann dort Gegner traf, dann verprügelte man die eben und versuchte deren Gebiet dann zumindest temporär zu besetzen. Also im Grunde eine typische Bandenmentalität, und so lebten wirklich Teile der SA, insbesondere in der Zeit noch der Weltwirtschaftskrise. Dass die Brutalität der SA seit 1925 eher noch zunehmen sollte, anstatt abnehmen sollte, hatte auch mit der NSDAP selbst zu tun. Denn die NSDAP hatte erkannt, dass man ein größeres Problem hatte, was den politischen Einfluss betraf. Denn vor 1923 hatte man ja noch den gewaltsamen Umsturz des Staates gesucht. Das bedeutet, man hatte auf Wahlkämpfe und politische Partizipation in gewisser Weise verzichtet und hatte damit eben nicht viel am Hut gehabt. Doch nach 1923 hatte Adolf Hitler eben beschlossen, dass die NSDAP mit legalen Mitteln an die Macht kommen müsse, sprich mit politischen Mitteln. Und daher musste die NSDAP natürlich jetzt in Deutschland bekannt werden, denn vorher war das ein bayerisches oder Münchner Phänomen gewesen. Man kannte die NSDAP nicht, man kannte Adolf Hitler nicht und man kannte auch die verschiedenen Gruppen wie SA und dann eben seit 1925 die SS auch nicht. Und daher musste man jetzt quasi Werbung machen. Doch diese Werbung, die nun durch den Berliner Gauleiter Josef Goebbels, den späteren Propagandaminister, ins Leben gerufen werden sollte, hatte mit politischer Werbung im klassischen Sinne eigentlich nicht viel zu tun, sondern Goebbels war der Meinung gewesen, dass die SA jetzt Aufmerksamkeit für die Partei insgesamt erregen müsste, und das könnte man eben am besten durch Gewalt auf der Straße. Das bedeutet, die SA griff nun die verschiedenen gegnerischen Gruppierungen auf der Straße an, am helllichten Tag, am besten noch, wenn viele Leute drumherum waren, die das sahen, um damit eben Aufmerksamkeit zu erzeugen. Natürlich konnte sowas auch nach hinten losgehen, dass sich das bürgerliche Lager eben nur bestätigt darin sah, dass die SA nur eine Schlägertruppe sei, aber es konnte natürlich auch eine gute Werbung sein für junge Leute und gewaltbereite Leute, die jetzt in der SA natürlich eine Identifikationsmöglichkeit sahen und sich dort jetzt nun vermehrt seit 1930 sammeln sollten. Tatsächlich sollte Josef Goebbels mit diesem Konzept der Werbung großen Erfolg haben, weshalb sich dieses Konzept auch in anderen Teilen Deutschlands verbreiten sollte, wo die verschiedenen Gauleiter mit der SA ähnlich verfahren sollten, sprich, man wollte also Aufmerksamkeit über Gewalt erregen. Das Leben in den deutschen Großstädten in den 1920er Jahren, das die SA im Grunde als eine Art Bandenkrieg verstand, hatte letztlich auch dazu geführt, dass die SA ein starkes Gefühl von Kameradschaftlichkeit entwickeln sollte. Weil man muss sich vorstellen, die Leute, die in der SA waren, zumeist junge Leute um die 20 Jahre, hatten das Gefühl in den Städten, dass man quasi außerhalb seines eigenen kleinen Straßenblocks sozusagen in ein Kriegsgebiet wandern würde, wo man dann von Kommunisten, Sozialdemokraten und so weiter überfallen würde. Sprich, man hatte eine Art Kriegsmentalität und Schlachtfeldmentalität, die die SA in den 20er Jahren pflegen sollte. Und daher sollte eben die Kameradschaftlichkeit besonders wichtig sein, ähnlich wie man es von Soldaten von echten Schlachtfeldern kennt. Diese Kameradschaftlichkeit und der Zusammenhalt und der Fokus darauf, die eigene Gruppe am Leben zu erhalten, führte schlussendlich während der Weltwirtschaftskrise dazu, dass viele Leute in der SA einen neuen Platz fanden. Denn jetzt hatte man plötzlich den Eindruck, gut, mir geht es sozial mies, mir geht es finanziell mies, möglicherweise kann ich gar nicht überleben. Und hier ist eine Gruppe, die zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und sogar notfalls eben auch Gesetze bricht, um die eigene Gruppe am Leben zu erhalten. Tatsächlich war die SA dann auch in den frühen 30er Jahren für die ausufernde Gewalt in der Weimarer Republik mitverantwortlich gewesen. Immer häufiger und immer stärker kam es zum Aufeinandertreffen von linken Kampfverbänden mit vor allem der SA.
Und das waren eben nicht nur mehr Kneipenschlägereien wie in den frühen 20er Jahren, wo man sich dann ein paar blutige Nasen geholt hatte, sondern immer mehr waren das Straßenschlachten, wo auch mit Schusswaffen hantiert wurde. Und daher drohten nun große Straßenschlachten letztendlich zu kleinen bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausgedehnt zu werden. Und das sollte natürlich auch immer wieder dazu führen, dass die Polizei immer massiver einschreiten musste und dabei natürlich auch ihr eigenes Leben riskierte, weil es eben häufiger auch zu Schießereien kommen sollte. Die amtlichen Statistiken sprachen alleine im Jahr 1931 von über 8000 Toten in Deutschland im Zusammenhang mit politischen Aktionen. Und dass die SA hier offenbar an vorderster Front dabei war, zeigte sich alleine schon in den Verlustzahlen innerhalb der SA, denn von diesen 8000 Leuten waren alleine über 4000 SA-Mitglieder bzw. NSDAP-Mitglieder gewesen. Diese Bandenkriminalität, die sich in den großen Städten bei der SA zeigen sollte, war allerdings nicht insgesamt repräsentativ für die SA gewesen. Denn es gab in der SA auch zahlreiche Leute, die in offiziellen Funktionen beschäftigt waren, vor allem beim Grenzschutz. Und diese Leute hatten auch Kontakt zur Reichswehr, ließen sich dort ausbilden, um sich damit eben zu einer echten paramilitärischen Miliz heranziehen zu lassen. Doch in den Großstädten, wie gesagt, tobten in den 1920er Jahren und dann eben auch auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise zahlreiche bandenähnliche Kriege zwischen linken Kampfverbänden und der SA. Trotz dieser massiven Gewalt in der späten Weimarer Republik erwies sich zumindest das SPD-geführte Preußen noch als sehr wehrhaft, auch gegenüber der SA. Immer wieder schritt die Polizei entschlossen ein, immer wieder wurden Knüppel, Schlagringe, auch Schusswaffen beschlagnahmt und die SA-Einheiten damit entwaffnet. Und somit war noch längst nicht gesagt, dass der Staat jetzt nun vor dieser Gewalt kapitulieren würde. Doch dass die NSDAP es offenbar darauf angelegt hatte, den Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern und auf lange Sicht eine Diktatur einzuführen, das war mittlerweile vielen deutlich geworden und wurde jetzt Anfang der 1930er Jahre noch einmal dadurch bestätigt, dass Dokumente bekannt wurden, in denen die SA offenbar eine Art Planspiel durchgeführt hatte für einen möglichen Sturz des Systems. Die sogenannten Boxheimer Dokumente, wie sie genannt werden, brachten die SA und die NSDAP im Grunde in den Verruf, einen Putsch geplant zu haben. Und das rief natürlich nicht nur den Staat auf den Plan, sondern natürlich auch verschiedene linke Gruppierungen, die an einen anstehenden Putsch durch die NSDAP glaubten und sich nun selbst mobilisierten. Auf der anderen Seite konnte die SA und die NSDAP das wiederum aufgreifen und den Staat vor einem möglichen linken Putsch warnen. Und so wurde der Staat schlussendlich in den frühen 1930er Jahren immer stärker wieder zerdrückt zwischen linken und rechten Kräften. Vieles erinnerte in gewisser Weise auch an die Situation der frühen 1920er Jahre, wo man in einer ähnlichen Problematik drin steckte. Und tatsächlich wurden die Boxheimer Dokumente und diese Putschplanung in der Öffentlichkeit im Grunde runtergespielt. Denn die Regierung der Weimarer Republik hatte schlussendlich Angst davor, dass linke Kräfte genau das jetzt eben nutzen könnten, um einen kommunistischen Aufstand loszutreten. Und daher versuchte man das Ganze eben unten zu halten, versuchte insgesamt für Ruhe zu sorgen, sofern das eben überhaupt noch möglich war. Die Weltwirtschaftskrise sollte natürlich jetzt in den frühen 1930er Jahren dazu führen, dass die wirtschaftliche und soziale Not in Deutschland immer weiter anwuchs. Und damit wurde, wie gesagt, die SA immer mehr zu einem Auffangbecken für enttäuschte Leute und für Leute in Not. Also zum einen für die, die mit der Republik auf Kriegsfuß waren, von der Republik enttäuscht waren, und dann eben auch für die Leute, die schlicht und einfach in sozialer Not waren und verzweifelt nach einem Ausweg suchten, um sich und ihre eigenen Familien irgendwie über Wasser zu halten. Und hier bot die SA und die NSDAP ein Angebot, sowohl politisch als auch als Organisation innerhalb der SA mit Kameradschaftlichkeit, Zusammenhalt und so weiter. Und daher hatten NSDAP und SA sehr geschickt die Lage der Weltwirtschaftskrise ausgenutzt, was dazu beitragen sollte, dass die SA, die 1930 noch ungefähr 60.000 Mitglieder hatte, nun bis 1932 auf über 400.000 Mitglieder anwachsen sollte. Der starke Mitgliederzuwachs in den frühen 1930er Jahren führte bei der NSDAP und auch bei der SA natürlich zunächst mal zu Begeisterung, denn der Einfluss wuchs offenbar und damit auch die Macht dieser Organisationen. Doch insgesamt war die SA eben immer noch ein recht unruhiger Haufen gewesen, denn innerhalb der SA hatte man schon Anfang der 1930er Jahre sehr unterschiedliche Gruppen gehabt. Man hatte diejenigen, die nach wie vor darauf aus waren, einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland herbeizuführen, und man hatte diejenigen, die sich mittlerweile mit Hitlers Idee der politischen Machtübernahme arrangiert hatten zumindest. Das bedeutet, in der SA kam es nun verstärkt zu Flügelkämpfen.
kämpfen. Es ging um Finanzierungsfragen, es ging um die Zukunft der SA, um die zukünftige Ausrichtung der SA, auch über die Rolle, die die SA möglicherweise dann nach der Machtübernahme, sollte diese gelingen, im neuen Staat spielen sollte und so weiter. Und da waren mindestens zwei Lager eben zu erkennen. Eines, was Hitlers Kurs folgte, und ein Lager, was eben nach wie vor auf den revolutionären Umsturz des Staates aus war. Um endgültig auch wieder Ruhe bei der SA reinzubringen, sollte Hitler nun den langjährigen SA-Chef Pfeffer aus seiner Position entfernen und mit Ernst Röhm einen neuen Chef an die Spitze der SA setzen. Allerdings hatte sich hier auch schon grundlegend was verändert, denn Pfeffer war im Grunde als Reichsführer SA noch mehr oder weniger allein zuständig gewesen für die SA, wohingegen Ernst Röhm, der jetzt nun folgen sollte, nur noch als sogenannter Stabschef bezeichnet wurde. Sprich, Adolf Hitler hatte nun persönlich die eigentliche Führung der SA übernommen und Ernst Röhm war im Grunde nur noch der ausführende Chef, der die SA leiten sollte. Doch schon vor der Absetzung Pfeffers und der Installierung von Ernst Röhm sollten sich in der SA bereits 1930 ein größerer Konflikt abzeichnen. Und dieser Widerstand ist bis heute verbunden mit dem Namen Walter Stennes oder der sogenannten Stennes-Revolte. Im August 1930, als ich bereits abgezeichnet hatte, dass es in der SA massiv am Brodeln war, sollten SA-Einheiten unter der Führung von Walter Stennes die NSDAP-Parteistelle in Berlin stürmen, um damit den Druck auf die NSDAP zu erhöhen, dass die NSDAP und die Parteiführung sich stärker auf die Interessen bestimmter SA-Einheiten einlassen sollte. Hitler persönlich intervenierte hier und schaffte es, die Situation zu beruhigen. Doch unter der Oberfläche hatte er natürlich Stennes das nie verziehen, dass der sich hier gegen ihn wenden sollte. Und daher sollte Stennes nun nach und nach in seinem Einfluss in der NSDAP zurückgedrängt werden. Nach der Machtübernahme 1933 schließlich musste er sogar aus Deutschland fliehen und ging ins Exil nach China, wo er tatsächlich zum Chef der Leibwache von Chiang Kai-shek werden sollte. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler und damit sollte nun eine neue Zeit in Deutschland anbrechen, die auch für die SA eine neue Zeit sein sollte. Denn innerhalb der SA brodelte es auch nach der Machtübernahme weiter und der neue Chef Ernst Röhm war längst nicht so beruhigend für die Lage in der SA gewesen, wie sich das Adolf Hitler wohl erhofft hatte, sondern Röhm sollte mehr und mehr zu einem Problem werden bis 1934. Und wie es mit der SA seit 1933/34 dann weitergehen sollte, darüber sprechen wir dann in der nächsten der dritten Folge. So viel erstmal bis hierhin, ich fasse zusammen. Nach den reibungsvollen frühen 1920er Jahren und dem missglückten Hitlerputsch von 1923 erfuhr die SA seit 1925/1926 eine Neuaufstellung. Unter dem Kommando von Franz Pfeffer sollte die SA sich entwickeln zu einer echten paramilitärischen Einheit bis in die frühen 1930er Jahre und damit quasi wegkommen von dem Image der alten Prügeltruppe. Doch in der Realität sollte das nicht sonderlich gut funktionieren, sondern im Laufe der Jahre, der 20er Jahre und vor allem dann in den frühen 30er Jahren kam es nach wie vor zu großen Straßenschlachten massiver Gewalt, die auch immer mehr nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Pistolen und anderen Schusswaffen ausgetragen werden sollte. Dadurch wurde immer mehr die staatliche Gewalt auch auf den Plan gerufen, die Polizei also, die hier immer stärker intervenieren musste. Das führte dazu, dass die SA in der Öffentlichkeit auch in den frühen 1930er Jahren immer noch einen schlechten Ruf hatte und damit in einer Zeit, in der die NSDAP offenbar schon bei der Bevölkerung ganz gut ankam, denn seit 1930 hatte sie die ersten großen Wahlergebnisse einfahren können und sollte die bis 1932 nochmals massiv ausbauen. Dennoch sollte die SA vor allem auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise immer mehr Leute anziehen, denn die Idee von Kameradschaftlichkeit und Zusammenhalt zog natürlich Menschen an, die in sozialen Krisen waren und die jetzt nach Hilfe suchten. Und da war die SA ein Auffangbecken für enttäuschte Leute der Gesellschaft, die den Republikanismus ablegten, aber auch für einfachste Menschen, die sich nur die Frage stellten, wie kann ich meine Familie über die Runden bringen. Das führte schlussendlich dazu, dass die SA zwischen 1930 und 1932 eine regelrechte Mitgliederexplosion erlebte. Die Anzahl der Mitglieder wuchs von 60.000 im Jahr 1930 auf über 400.000 im Jahr 1932. Und damit entwickelte sich die SA quasi schon zu einem kleinen paramilitärischen Staat im Staat, was zunehmend zu einem Problem für die staatliche Gewalt und für das Gewaltmonopol des Staates werden sollte.
Dennoch war die SA nie so durchorganisiert und einheitlich gewesen, wie man es den Leuten in den 20er Jahren und frühen 30er Jahren verkaufen sollte. Man hatte in der SA sehr unterschiedliche Menschen gehabt. Man hatte Leute gehabt, die eine revolutionäre Einstellung hatten und im Grunde weiter wollten, den Staat gewaltsam stürzen wollten. Und man hatte Leute, die sich mittlerweile mit Hitlers politischem Kurs arrangiert hatten und eben mit daran arbeiteten, dass die NSDAP in den Reichstag einziehen konnte bzw. stärkste Kraft im Reichstag werden sollte. Das führte dann in den späten 1920er Jahren und in den frühen 1930er Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen innerhalb der SA, aber auch zwischen der SA und der NSDAP, bis heute verbunden mit dem Namen Walter Stennes und der Stennes-Revolte, wo Teile der SA versuchten, ihre revolutionäre Idee gegen Hitler durchzudrücken. Das Ganze sollte scheitern und schlussendlich sollte dann Hitlers politischer Kurs umgesetzt werden, denn am 30. Januar 1933 wurde er Reichskanzler und damit wurde die NSDAP in die Staatsgewalt geliftet, genauso wie die SA. Doch in der SA brodelte es weiter, denn auch unter dem neuen Chef Ernst Röhm war keine Beruhigung festzustellen, sondern tatsächlich sollte die SA sich bis 1934 zu einem ernsten Problem auch für Adolf Hitler entwickeln, weshalb er 1934 die SA in gewisser Weise entmachten sollte, wie wir noch sehen werden. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!